Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4. Mir wurde gerade geschrieben, dass draußen ein Giga rumrennt mit Level 240 aufwärts. Sorry übrigens, dass die Tage jetzt keine Videos kamen. Ich war ein bisschen verhindert, das nebenbei mal so gesagt. Also, wir wollen gleich Giga zähmen gehen. Über 240, das wird, denke ich mal, ordentlich und wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich gehe jetzt gleich mit den anderen in die Party und bis gleich. Schild. Stoppschild. Ein Swatch-Schild. Habe ich doch gesagt, Stoppschild. Swatch-Schild überragend mit einer Haltbarkeit von 36.710. Meine Herren. Also willst du... Also da können wir damit brauchst du bloß noch ein Schild, wenn du die Ice Queen machen willst. Da können wir alle Bosse machen mit dem Schild und die anderen stehen mit Gewehren dahinter. Da brauchen wir keine Rechse mehr. 36.000 Haltbarkeit, das ist schon mal eine Hausnummer, ey. Wo hast du das denn herbekommen? Aus den Loots in der Höhle, in der Wüste. Okay. Nicht schlecht. Wo ist der Drecksvieh? Das ist schon. Gleich vorne, Meinst du die Wüste oder meinst du Wüste, Wüste? Wüste, Wüste. Wüste, Wüste. Richtig Wüste. Wüste, Wüste, direkt vorne ist kein Spawn, 124er Giga. Hinterm Tempel oder was? Wenn du von der Wüste aus ungefähr bei 75 ungefähr. Also das ist eine Steinhütte. Mitten in der Wüste. Wo haben wir denn überhaupt Munition, Betäubungsdarts und so ein Scheiß? Ich finde hier nichts mehr. Tresor. Ja. Erster Tresor das neben der Schmelze. Ja, sind mehrere. Ah, seitdem wieder alle zusammen sind, ist hier wieder nur Chaos. Wenn man eine Woche nicht da ist, dann alles vorbei. Mann, du blöder Dödi, hau ab. Ein Dart. Ja, komm erstmal in die Wüste, ich hab noch 89 Stück mit. Ja, das reicht doch eh nicht. Wir brauchen Kibbel übrigens. Wir haben noch gar nicht genügend. Wieso nicht? Weil zu wenig Water Quetz oder nicht? Vertue ich mich da gerade? Ja, das reicht doch, wenn wir den mit Dings vollschmeißen, mit Schafen. Ich meine, das sind, glaube ich. Muss man erstmal finden. Können aber das Kibbel aufnehmen, was, oder die Eier nehmen, die Quetz-Eier, die wir haben. Ja, wie viele sind das? Zwei, drei? 5, 8, irgendwie sowas. Ja, für ein 224er? Wo ist denn das Mistvieh? Ich komme mal mit. Wo haben wir noch irgendwo einen Rockrake rumstehen? Nimm Griffin. Besser. Nimm Griffin, sonst fressen dich die Dinge. Die Würmer. Ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt in 5 Minuten verschwindet. Hier müsste er eigentlich irgendwo sein. Da ist ein Wyvern. Da ist der Giga, ich hab ihn. Ja, also ich sehe ihn gerade. Wo? In Richtung blauer Loot? Bei der kleinen Oase hinten. Bei mir ist noch ein Wyvern hinter mir. Irgendjemand guckt schon. Wer ist denn das überhaupt? Kleine Oase? Ja, in der Mitte von der Wüste. Und da die wollen schon den Giga zähmen. Kopfschuss. Wer ist denn das da unten? New Wildlinge. Ja. Geil, die Allee ist beendet. Auf jeden Fall sind die hier. Genau bei der Oase ist auch der Giga. Mitten in der Wüste. Wo soll ich ja? Mein GPS hast leider du, deswegen kann ich dir jetzt keine Koordinaten sagen. Ich bin da. Achso. Ich schieß schon drauf. Ich habe keine Munition. Einen Schuss habe ich. Ja, dann folgt dem braunen Greifen, der jetzt wegfliegt. Hat sich jetzt schon wieder angegriffen hier von den Dämlichen. Die Volture wollten dich knuddeln. Wollen die immer die bösen Viecher? Im Greif. Oh oh. Nehmen wir mal 50 raus. So, kann losgehen. Ja, auch nicht zu verfolgen, blödes Viech. Ausdauer. So. Getroffen. Ich sehe die Blutspritze, aber es zählt wieder immer nicht.
stehen. Aua. Hat er mich gebissen, der Sack? 1125 Schaden. Wo kommen die Vultures her? Ja, kommen wir, wenn du fliegst und in der Luft drin bleibst. Reifen dich an die dummen Viecher. Fliegen und schießen, dabei nicht absacken. Voll in Arsch! Vor allem mit dem Greifen nach unten gucken beim Fliegen, dass du schießen kannst. Los, hoch mit dir. Lass dich landen. Er wird einiges fressen, denke ich. Der wird richtig viel wegfressen. Aber der heilt sich doch die ganze Zeit durch, ne, wenn er unten die Biester alle frisst. Mann, diese blöde Kackwaffe, dass sie immer nicht nachlädt. Zählt aber auch wieder nicht. Ne, die Schüsse zählen. Die Schüsse zählen einfach nicht, das ist das. Ach, Mann, arg, ey. Ich habe das Gefühl, das ist meistens, wenn er sich bewegt und du dann auf ihn schießt. Wenn er steht und man schießt, pff, kein Problem. Aber wenn er sich bewegt, ich habe keine Ahnung. Egal, warum. Ja, irgendwie schießt er durch die Hitbox oder was? Keine Ahnung. Die sind Hitbox einfach bestimmt im Arsch. Ziehen jetzt einfach mal im Kreis, dass er von den Viechern fern bleibt. Bis die Ausdauer alle ist, natürlich. Hä? Nein, Mantis, hau ab. Okay, da hat er ein paar gute Treffer kassiert. Nein. Vor allen Dingen schieße ich ihn vorne auf die Schulter. Und treffe aber den Schwanz. Also die Schadenszahlen kommen auf den Schwanz. Obwohl er steht. Na komm, ran hier, du. Du Drecksvieh. Jetzt, glaube ich, flüchte, oder? Der geht von uns allen weg. Ich hoffe. Na, er frisst sich aber gleich wieder voll. Ne, der hat den Käfer sogar in Ruhe gelassen. Hä? Ich hab doch getroffen. Gut aus. Henrik hat die Agro. Ne, wurde von Atropleura abgelenkt. Frisst Atropleura. Lässt drauf schießen, jawohl. Jo, fuck. Die immer noch. Ist er drin? Ist ja. Drin? Ja. Nein! Oh. Hast du gekriegt? Super. Volles zu, ja. Gut, dann haben wir ihn. Ich brauch Vertäubungspfeile. Ist hier in meinem Greifen. Boah, die Gamma-Korrektion ordentlich hier. Ey. Das ist aber auch ein blödes. Ist hier hinter, genau am Arsch vom Giga. Ja. Ja, sobald er frisst, macht er sich den Torpor wieder fast komplett weg, das blöde Mistvieh. Ja, jetzt erstmal nicht, ne? Ja. Jetzt ist er gefangen. Jawohl, danke sehr. Er guckt mich ganz traurig an. Aber jetzt ist er im Fluchtmodus, glaube ich. So wie er gerade durchdreht. Wie sieht der aus?
Ich will hier weg, ich will hier weg. Das ist hinter die Kopfbewegung Soundeffekt gelegt, ey. Ah, jetzt versucht er zu rennen anscheinend. Das sieht ja aus dem Parkinson nicht wie rennen. Komm, Pfeil. Komm schon. Er wacht sich jetzt durch und tötet uns alle. Auf gar keinen Fall. Da müsste der Ark umschreiben, kurzerhand. Das kann bei Ark durchaus passieren, das weißt du. Du weißt, dass so kuriose Sachen hier passieren können. Das wäre ein Programm. Wenn ein Programm umschreibt, haben wir einen Fehler in der Matrix. Ach komm, du Arsch, fall doch langsam mal. Solltest vielleicht mal aufhören, die roten Pillen zu fressen. Ja, wie der aussieht. Ich glaube, wir töten den vorher. Guck mal, der ist schon halb blutig. Du hast schon lange keine Giga mehr geritten, ne? Der hat einen roten Bauch, der muss aussehen. Der ist noch nicht mal ansatzweise blutig. 80.000 Lebenspunkte, weißt du, was du da draufhalten kannst? Ja. Vorkorten, bitte. Nein. Mehr. Oh, ja, oh, endlich, ey. Alles klar, ich geh mir Kaffee machen. Juhu. Ich hätte auch so Küche weiter schießen können. Hä, wo ist denn seine Hitbox hier? Ah. Mein kleiner Baby. Verfolgt auch Käfer. Leider. Jetzt nicht mehr. So folgt er nicht. Was sind das für Texturfehler? Und das sind die zwei Geier. Guck, der weiß schon, wo er hin will. Direkt ins Maul laufen. Laufen Sie einfach hier rein. Direkt ins Maul laufen. Kannst du dir vorstellen, so wäre die Zähmethode. Du musst ein wildes Schaf dazu bringen, dem betäubten Giger ins Maul zu laufen. Ach Mann, ich dachte, das Schaf bleibt da oben drin stecken. Jetzt rennt es hier rum. Ich bin voll mit Schafen. Was schaffst du? Na los. Juhu. Oh nein, ich hab keine Ausdauer mehr. Okay, jetzt dürft ihr mit dem Schaf spielen. Hat deine Mutter nicht beigebracht, mit Essen spielt man nicht? Oh. Also. Oh. Eiweißschock. Was? Hast du das Schaf niedergeschossen, warum? Nein, es ist bewusstlos. Es ging mir auf den Sack. Guck mal, wie es schläft. Ja, ich sehe es. Ach, da bist du. Es liegt auf der Seite. Hallo. Da noch kein Giga nachgespawnt. Wie viel musst du runter? 1300? 1400. 1400? Also auf 1300, auf 3000 hört sich so.
Oh Gott, er ist bei 3800. Komm, wir lassen ihn wieder aufwachen. Warte, Zwiebel, ich hab noch was für dich. Ja. Dann stellst du dich aber hin mit dem Holzknüppel und betäubst ihn. Immer auf den großen Zeh. Dieser schreit und weint. Ich leg mich ja schon hin. Hör auf mich zu hauen. Ich leg mich ja schon hin. Mimi. Hä? Man kann auf ein bewusstloses Schaf nicht zugreifen? Nein, geht nicht. Schade. Was hattest du schon wieder vor? Und nur weiter betäubt halten. Oh, nein, das geht nicht. Nein. So, dass das Schaf ja nicht mehr wieder nach oben weg will. Du hast noch ein paar Steine. Was soll ich damit? Weiß ich nicht. Ich krieg noch ein bisschen Sand, davon haben wir ja in der Wüste nicht genug. Was soll ich denn noch mit? Das Schaf schläft ziemlich lange, fällt mir auf. Ein müdes Schaf. Ja. Ein sehr müdes Schaf. Dieser Stilmix, grandioses Design. Ja. Besser könnte es nicht sein. Steinholzmetall. Ja, aber von oben sind wir sicher. Und es. Naja, es kann ziemlich warm werden hier drin mit dem Metalldach. Wunderbarer Ausblick. Hübsch. Norden, Sand. Süden, Sand. Westen, Sand. Und jetzt stellst du dir doch das Meer am Ende des Landes vor, dann weißt du, du sitzt an einem riesengroßen Strand. Osten, Sand mit Giga. Wieder hätten die Steine auseinanderfliegen. Alter! Das Schaf hat sich befreit. Wie geht denn das? Schafft, einen Schafkäfig zu bauen, der hält. Ich weiß es nicht, ich gucke gleich. Das dritte Design. Sieht aus, als wäre kein Schaf drin. Ja, es ist unter dem Stein. Aber ich hoffe, dass es hochploppt und dann drin ist. Man weiß ja nie. Nee, kommt nicht hoch. Ist die Schräge im Weg. Schade. Huch! Nein! Nein, ich hab's kaputt gemacht! Wieso? Weil ich eigentlich hier eine Doppelmauer machen wollte. Ach man, ich guck mal, ob das Schaf. Das Schaf ist erwacht! Und es bleibt noch drin. Hallo Schaf. Nochmal kann ich dich nicht betäuben, sonst bist du hinüber. Lebenspunkte hast du? Keine Ahnung, ich habe keine Lupe bei. Steht nicht mehr dran? Oh ne, steht nur dran, wenn es betäubt ist. 3200. Oh, gleich fertig. Oh. Soll ich mal das Lamm besorgen? Sind wir schon 20 drüber. Alter! Alter, das ist unsterblich! Was zur Hölle? So, ich denke mal, es dürfte reichen an Raw-Matten. Wie viel hast du? 25 ungefähr. Ja, ich habe um die 200. Na dann, auf los geht's los. Schon drinne. Und voll.
Na dann friss mal, Giga. Komm. Immer hau rein. Friss nicht. Will er nicht fressen? Warum nicht? Wir müssen ihn töten. Warum will er nicht fressen? Was? Kommt bestimmt noch. Ja, jetzt fängt er an. Gummibärchen. Okay. Er musste sich, glaube ich, nur überlegen, ob er frisst oder nicht. Aber heute sehr wählerisch. Er wollte nur Lammrücken. Jetzt soll mal Lamm besorgen sollen, das ist Hammelfleisch, was du da hast. Nee, ja. Das ist alt. Das lief auch ziemlich lange in der Wüste rum, es war vorgegart. Nein, das Schaf hat ein Dach über dem Kopf. Das ist wie Chicken Wings. Passiv gegrillt nennt sich das dann, oder wie? Und da ist er. Hatte das, war das mit dem Metalldach? Nee. Schade. Das ist mittlerweile fertig gebaut. Achso. Jetzt hätte ich gedacht, das wäre mit oben noch besser gewesen. So. Giga, du bist aber nicht gerade der schnellste Schwimmer, muss ich mal sagen. Nee, ich kann gar nicht. Der beste Taucher. Mein Greif ist weg. Er wird angegriffen. Er steht oben, warum steht er oben? Er kommt nicht und wird zerlegt. Von Piranhas. Was? Ja. Wer hat denn den jetzt schon wieder oben gebracht? Er muss raus aus dem Wasser ganz schnell. So macht man das. Boah, das waren aber ein paar Piranhas, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Warum wehrt er sich nicht? Weil er bescheuert ist. Jetzt. Aha. Er hat irgendwie keinen Bock. Er will sich nicht wehren. Schaden macht er gut. Dafür, dass er nicht gezüchtet ist. Ja, er kloppt 896 Schaden raus. Vorsicht, Henrik ist ein alter Raptor, den er angreift. Stellt sich genau daneben. Jetzt greift der Henrik an. Schweinehart. Was hat denn der Sensor denn nicht drauf getan? War nur Mist im Alpha Raptor. So wie immer. Ich kann den Sattel nicht auf den Giga tun. Weil er hart überladen ist. Ach, weil er ja. So, einen Teil rausschmeißen, dann kannst du. Level hat er gemacht mit dem Alpha Raptor. Nimmt ihr den RG mit? Ausdauer alle. 2 Meter gelaufen. Ja, das ist die Absaufung. Dani möchte ihn bestimmt noch einmal reiten, bevor er absäuft. Ich glaube, das wird ihm auch ewig vorgehalten. Was? Darf ich mich nochmal draufsetzen, bevor er kaputt geht? Dass Dani den Ding damals aufs Dorf macht lassen. Den Giga. Ich bin zurückgeschwommen, wo die Ausdauer auf einmal alle. Ja, Dani, ist klar, Giga. Tja, aber ich bin extra abgestiegen. Normalerweise schwimmen doch die dann. Nein, der geht unter. Er stand am Wetten vorm Strand.
Da konntest du vom Strand kurz aus zugucken, wie er untergegangen ist. Blub, blub, blub. Das war so witzig. So, Freunde, das war's für diese Folge. Giga ist gezähmt und ja, wir brauchen den eigentlich bloß, um später ein paar gute Eier zu machen, weil, naja, ohne Bonus und so weiter ist er halt einfach nur ein zweiter. Wie ist denn, was für Level der jetzt hatte? Nach dem gezählt, ich hab gar nicht geguckt. 364er Giga. Na gut, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mal ein Like da, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Haust rein, mach's gut. Ciao.